So, seit 6 Stunden ziehe ich mir jetzt hier den Krach rein. Draußen ist 28, 29 Grad, warm und sonnig. Wird Zeit, dass ich hier rauskomme. Mal gucken. 3:30. Gerade wollten wir uns mit dem Acker machen, oder wollen wir uns mit dem Acker machen, hört der Krach auf. Draußen, speziell in der Sonne, arschwarm, kaum zu glauben. So, wir sind auf dem Weg, kurz auf 4, 28 Grad und wir hoffen, heute ist nichts los, denn Priorität Nummer 1 ist heute, dass die Liane eventuell zu diesem komischen Obstacle oder wie auch immer, Zaun, Seil, was auch immer da sich auf dem Boden befindet und immer wieder dazu führt, dass man Köder verliert. Allein der Ryan meinte, er hätte $50 für $50 Köder verloren. Oder Lures, das letzte Mal, als er da war, vor 2 Tagen. Da ist ein Weihnachtsbaum da unten, voller Lures. Mindestens 2, 3, 4, wahrscheinlich noch mehr, $100 wert. So, Priorität ist, dass Liane da hinschwimmt oder taucht. Und harvestet. Erntet. So, das geht natürlich nur, wenn da keiner ist. Ansonsten wäre es natürlich ein bisschen Panne. Wenn wir es heute nicht schaffen, dann wird heute nur ein bisschen gefischt und dann versuchen wir es morgen etwas früher. Denn mitten am Tag ist da meistens keiner, denn Fische beißen nicht. Aber man weiß es halt echt nie. Wir könnten natürlich auch warten, bis die Angelsaison vorbei ist. Das ist ja in 1,5 Wochen. Und dann gemütlich dahin gehen, denn dann sollte eigentlich kein Angler mehr da sein. Nichtsdestotrotz kann natürlich die Idee auch schon jemand anders gehabt haben oder haben. Von daher brauchen wir das. Also ich will auf jeden Fall diesen riesigen Rapperlur wieder haben, der 18, 19, 20 Dollar kostet oder Euro wegstehen. Und die ganzen Amazon, das wär einfach göttlich, wenn ich die wieder bekommen würde. Naja, schauen wir mal, wie es läuft, was los ist und ob wir überhaupt die Chance haben, heute diesbezüglich aktiv zu werden. Der Wasserstand ist sehr gering, es ist keine Wolke am Himmel und es ist fast calm. Also die Voraussetzungen sind fast ideal. So, Liane ist schon ein bisschen vorgegangen, denn die hat 2 schwere Taschen mit ihrem Tauchequipment. Denn es sieht gut aus. Der Parkplatz vom Fox Grove Park war so gut wie leer. Der Wasserstand ist niedrig, Wasser glasklar. Und also ich glaube, wir können da tauchen gehen. Ich hoffe, die Zeit, wo die meisten Angler kommen, die ist natürlich erst in der nächsten Stunde. Aber wenn da jemand rumtaucht, mal gucken. Ich habe eine Sicherheitsleine mit für die Liane. Müssen wir mal sehen, wie wir das gebacken bekommen, damit die nicht von der Strömung mitgezogen wird. Denn Flossen zieht sie nicht an, sondern nur Wasserschuhe. Ich bin mal gespannt. Ich muss tierisch aufs Klo. Aber dem Problem werde ich gleich auch ein Ende bereiten. Ziemlich viel Müll hier wieder am Ufer. Meistens sind es Dosen mit. Also leere Dosen mit Würmern. Ja, das Wasser ist glasklar. Wunderschön. Ja, auf dem Parkplatz war da noch so ein Typ auf dem Motorrad und er meinte, hey young man, you want pizza? Ich dachte, ja, Pizza, ne? Für lau, warum nicht? Naja, auf jeden Fall hatte er die Pizza auf dem Gepäckträger seines Motorrads und habe ich mir so ein Stück genommen, mich bedankt und bin los, der Liane hinterher, aber Pizza war natürlich eisekalt. Hab ich ein Biss genommen und kalte Pizza, ne? Ich weiß nicht, also habe ich dann nicht gegessen, habe ich dann entsorgt. Aber gut, war auf jeden Fall eine nette Geste. War so ein Rocker-Typ. So, ich hatte gerade schon mal den ersten Biss und zwar war der Biss genau hier vorne. Liane macht sich fertig, gleich ein bisschen tauchen zu gehen und zwar hier auf der Seite. Da bin ich mal sehr gespannt, ob sie da irgendwas recovern kann. Das wäre sehr geil. Wetter wunderschön und glasklares Wasser. Liane is going in. Testet ein bisschen die Strömung. There's this flow coming. Go anywhere, honey. The current's too strong. Yeah, just go straight. There's no steam.
can't get across the trench. You don't have to. Why do you want to go across? How do I get back? You just come back here. This is no problem here. Okay. But where are you going? You have to go there. To the right. 10 feet. 20 feet. So, das Gute ist, es ist immer noch keiner hier. Das Schlechte ist, die Liane ist ja auf der drüben linken Seite und wir haben wohl beide ihre Fähigkeiten unterschätzt, beziehungsweise auch die Tiefe dieses Bereichs unterschätzt. Bisher haben wir keinen einzigen Lure wieder zur Wasseroberfläche gebracht. Es ist einfach so tief. Raff ich nicht. Muss ich selber machen. Nützt nichts. Muss ich morgen hintauchen. Selber. Habe ich mir fast schon gedacht. Mist. Kein Lure, kein Fisch. Und da hinten in dem See, da geht die Luzi ab. Ich weiß nicht, ob das Karpfen sind oder ein großer Beidfischschwarm, wo die Barsche und Striper und alles mögliche drumherum kreisen. Kann beides sein. Aber es sieht eher nach Karpfen aus gerade. Aber man weiß es nicht. Wo man ist, ist immer falsch. Naja, die Sonne geht langsam unter, man sieht's. Und ich hoffe, ich kriege noch einen Biss. Ansonsten wäre es, also einen Biss hatte ich ja, aber ich kriege noch einen Fisch, sagen wir mal so. Sonst wäre das komplett für die Katz gewesen heute. Ich meine, es ist immer schön, draußen zu sein bei 28 Grad. Nichtsdestotrotz. Wir müssen morgen auf jeden Fall wiederkommen. Mist. Ja. Baby, ja. Aber jeder fängt mal klein an. Immerhin. Another baby. Where are the big ones? Yeah, it's a big one. No, not super big. No, but the biggest one from for today. Biggest one today. Nice. Nice. It's always good to change the lure and have success with the lure then. So, wir sind wieder zu Hause um kurz nach 8. Der Fisch hat genau 3 Pfund und hat auf Topwater gebissen. Also ich habe noch mal 2-3 andere Köder ausprobiert, nix. Und dann, ja, 5 Fische insgesamt und nur ein Keeper. Aber die waren super aggressiv. Das Ding hat den Topwater-Lure, der so groß ist, komplett verschluckt. Also das habe ich noch nicht erlebt. Ja, Lures haben wir leider nicht gefunden. Das war eine Katastrophe. Aber das müssen wir morgen mal probieren. Das ist zumindest der Plan. Mal sehen. Jetzt gibt es die restliche Suppe von gestern. Und dann wahrscheinlich wieder Almen. Hier, Mandeln. Denn da sind noch 2 Plastiktütenbüdel voll. Zu bearbeiten hier. Voll. Wo habe ich da Bock drauf? Finally dinner. Kartoffelsuppe mit Käse und Brot. Beide super voll von der Kartoffelsuppe, während die Liane hier in den letzten Feinarbeiten des Fischpräparierens ist. Disgusting, honey. What's disgusting? Ekelhaft. Ekelhaft. Why are you showing this? This blah. Das ist perfekter Fischbait. Für Krabbe und so weiter. Ganz schöne Fizzelsarbeit, so sieht's aus. Also ich mache das immer mit dem Messer. Das Messer ist nicht scharf. Why not? Ich weiß nicht warum. It doesn't cut this off. You try. It doesn't at all.